Sie haben gerade gesagt, dass es darum geht, dass man eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern möchte. Jetzt haben Sie aber hier einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der völlig willkürlich ermöglichen soll, ohne Definition durch irgendwelche Voraussetzungen, irgendwelche Belastungen der Krankenhäuser, sonst was, der völlig willkürlich letztlich die Regierung ermächtigen soll, massive Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen. Sie haben auf der anderen Seite, wir haben bis heute keinerlei Obduktionen im Land, flächendeckend von den ganzen Corona-Patienten. Warum beschaffen Sie denn nicht erstmal die ganzen Informationen und schreiben konkrete Voraussetzungen hinein? Wir haben momentan nur einen kleinen Prozentsatz der Intensivstationen mit Corona-Patienten belegt. Wir wissen nicht mal, wie viele von denen, die unter Corona laufen, tatsächlich wegen Corona dort liegen oder ob die Leute in den Intensivstationen liegen, weil sie wegen einer anderen Krankheit dort liegen und nur Corona-positiv getestet sind. Weil nämlich alle, die in irgendeiner Weise Corona-positiv getestet werden, dort erfasst werden, genauso wie bei den Toten. Jeder, der Corona-positiv erfasst wird, auch wenn er an einer anderen Krankheit stirbt, als Corona-Toter läuft. Warum sorgen Sie nicht dafür, dass wir endlich mal Informationen und Aufklärung bekommen, was eigentlich die Grundlage unserer Arbeit dann als Parlament ist, zu sagen, wir haben hier eine Information und auf dieser Basis können wir Entscheidungen treffen. Also das verstehe ich jetzt nur beim allerbesten Willen nicht, als ob es darauf ankommt, ob man nur wegen oder auch wegen Corona auf der Intensivstation liegt. Entscheidend ist doch, dass da am Schluss tatsächlich diese Plätze gebraucht werden, genau für die Menschen. Und Sie können doch nachvollziehen, wie diese Zahl steigt. Wir hatten im April letzten Jahres 2.850 Menschen intensivmedizinisch behandelt. Wir hatten am 1.10. 362 Menschen, die intensivmedizinisch behandelt wurden. Jetzt am 5.11. waren es 2.653 Menschen. Das ist die Zahl, nach der Sie suchen. Die können Sie nachlesen, die finden Sie raus. So, und das hat der Minister richtig gesagt, wenn das mit der Dynamik so weitergeht, dann sind es in zwei Wochen doppelt und dreifach so viele. Und dann sind wir irgendwann an dem Punkt, wo Sie entscheiden müssen, wen behandeln Sie weiter und wen behandeln Sie nicht weiter. Und das müssten Sie dann vertreten.